Guten Abend, Pandora 37 Spezial. Wir zeigen Ihnen in der folgenden Dreiviertelstunde das erste und vermutlich auf längere Zeit letzte deutsche Fernsehinterview mit den drei RAF-Häftlingen aus der Strafjustizvollzugsanstalt in Celle. Karl-Heinz Delvo, Lutz Taufer und Knut Volkerts. Die Justizvollzugsanstalt Celle im Juni 1992. Touristen verwechseln sie oft mit dem nahegelegenen Schloss. Tatsächlich ist sie ein Ort bundesdeutschen Traumas. Hier sprengte 1978 der niedersächsische Verfassungsschutz ein Loch in die Mauer, um einen Terroranschlag vorzutäuschen. Hier starteten im Herbst letzten Jahres Bruno Reckert und seine Komplizen ihren Ausbruchsversuch. Und hier sitzen Lutz Taufer, Karl-Heinz Delvo und Knut Volkerts, verurteilt wegen Geiselnahme, mehrfachen Mordes und Mitgliedschaft in der Roten Armee-Fraktion RAF. 1977 wurde Knut Volkerts in Utrecht gefasst. Bei seiner Verhaftung erschoss er den Polizisten Kranenburg und verletzte dessen Kollegen Petersen. Zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde Volkerts 1978 nach Deutschland ausgeliefert. Hier befand man ihn für schuldig, Generalbundesanwalt Buback, seinen Fahrer Gröbel sowie den Justizhauptmeister Wurster ermordet zu haben. Das Urteil lautete lebenslänglich. Volkerts wurde nach Celle verlegt. 1978 und 1982 kamen auch Karl-Heinz Delvo und Lutz Taufer in dieses Gefängnis. Als Mitglieder des Kommandos Holger Mainz waren sie 1975 an der Besetzung der deutschen Botschaft in Stockholm beteiligt. Die zur Befreiung von 26 RAF-Häftlingen geplante Aktion forderte 4 Tote. Militärattaché von Mirbach und Botschafter Hillegard wurden erschossen. Auch die Geiselnehmer Wessel und Hausner starben. Das Strafmaß für Delvo und Taufer je 2-mal lebenslänglich. Bis heute haben sie 17 Jahre ihrer Strafe verbüßt. Knut Volkerts sitzt seit 15 Jahren. Um bessere Haftbedingungen im Zeller Hochsicherheitstrakt durchzusetzen, traten die Gefangenen mehr als 10-mal in den Hungerstreik. Schrittweise erreichten sie so erst die Aufhebung der rigiden Einzelhaft, dann wurde die Kontaktsperre zur Außenwelt gelockert. 1989 schließlich die Isolationshaft aufgehoben. Taufer, Delvo und Volkerts wurden zusammengelegt. Zum ersten Mal waren die Gefangenen in der Lage, ihre Vergangenheit gemeinsam zu analysieren. Gleichzeitig begann auch ein Prozess des Umdenkens, den die RAF in ihrem Schreiben vom 10. April dieses Jahres dokumentiert. In dem Brief, den die Gefangenen akzeptieren und mittragen, werden erstmals politische Fehler eingeräumt. Die Ankündigung, Angriffe auf führende Repräsentanten aus Wirtschaft und Staat für den jetzt notwendigen Prozess einzustellen, gilt allgemein als Reaktion auf Äußerungen von Klaus Kinkel. Der damalige Justizminister dachte im Januar öffentlich darüber nach, haftunfähige oder langjährig einsitzende Gefangene zu entlassen. Beide Seiten warten seitdem auf die Reaktion der Gegenseite. Während die Justiz auf einer Absage der Gefangenen an die Gewalt besteht, fordern diese zunächst die Entlassung von Irmgard Möller und Bernd Rössner. Jetzt erlaubte das niedersächsische Justizministerium erstmals ein Fernsehinterview mit Lutz Taufer, Karl-Heinz Delvo und Knut Volkerts. Wir befinden uns hier im sogenannten Freizeitraum der Justizvollzugsanstalt in Celle. Das Gespräch mit den drei Häftlingen führt mit mir zusammen Oliver Tollmein. Er ist Spezialist für die Rote Armee-Fraktion, hat ein Buch veröffentlicht und sein zweites Buch, Die RAF und der starke Staat, im Herbst veröffentlichen. Die drei Gefangenen, kurz vorgestellt, zur Linken Knut Volkerts, in der Mitte Karl-Heinz Delvo und außen Lutz Taufer. Die erste Frage an Sie alle drei. Ein politischer Allgemeinplatz besagt, man kann den Staat danach beurteilen, wie er mit seinen Gegnern umgeht. Was haben Sie in den vergangenen 15 und 17 Jahren Ihrer Haft über den Staat Bundesrepublik gelernt, was Sie nicht vorher wussten? Ich würde erst mal sagen, es hat sich was bestätigt für uns. Und zwar in dieser ganzen Zeit der Haft ist es für uns immer um alles gegangen. Und davon sind wir auch damals ausgegangen, als wir noch draußen waren. Dass es hier grundsätzlich um unser Leben geht. Und ja, das hat sich hier nachbestätigt, würde ich sagen. Sie haben ja
in der Anfangszeit gesagt, dass der Staat, also als wir in den Waffenkampf aufgenommen haben, der Staat Bundesrepublik Deutschland ist ein faschistischer Staat, ja, gegen den kämpfen wir. Haben Sie sich eigentlich damals schon Gedanken darüber gemacht, wie das sein könnte, wenn man gefangen genommen wird von diesem Staat, den man ja als was sehr Bedrohliches empfunden hat? Als wir in die Illegalität gegangen sind, oder ich, da war das schon klar, da hatten wir schon die Erfahrung der ersten Festnahmen. Die erste Gruppe war ja fast vollständig aufgerieben. Ich bin Mitte der 70er Jahre in die Illegalität gegangen und da wussten wir natürlich schon, was gelaufen war, in Stammheim oder im Totentrakt in Köln. Und da gab es natürlich keinerlei Illusionen darüber, was stattfinden wird, wenn man gefangen genommen wird. Ich war selber 1973 schon mal in Haft wegen einer Hausbesetzung und auch in dieser Zeit war ich total isoliert. Das ganze Jahr über und von daher war ich auch darauf eingestellt. Dann haben wir später ja gegen die Haftbedingungen gekämpft. Ich bin damals aus dem Gefängnis rausgekommen, wir sind dann nach Hannover gefahren, da war in Hannover Ronald Augustin im Totentrakt. Und wir haben uns die ganze Zeit also mit diesen Sachen auch auseinandergesetzt. Ja. Später kam dann der Tod von Holger Mainz dazu. Und von Holger Mainz nach dem Hungerstreik? Nach dem Hungerstreik, während dem Hungerstreik 1974. Und von daher wussten wir, was auf uns zukommt. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie das ist, was ist ein Hochsicherheitstrakt? Was hat sich da für Sie, nachdem Sie verhaftet worden sind, genau abgespielt? In was für eine Haftsituation sind Sie dann reingekommen? Also ich will grundsätzlich mal zu sagen, ich hatte natürlich schon eine Vorstellung durch die Arbeit vorhin an die Folterkomitees, was ungefähr auf mich zukommt, was auf uns zukommt. Aber die Erfahrung, die ich dann in der Isolationshaft gemacht habe, die war natürlich etwas, was man nicht vorher vorwegnehmen konnte. Also da habe ich furchtbare Erfahrungen gemacht. Und ich möchte es mal so sagen, das waren für mich 17 Jahre lang ein Überlebenskampf. Es war also nicht nur der Entzug von Freiheit, wie man sich also Gefangenschaft vorstellt. Es war der Versuch, uns, mir die innere Freiheit zu nehmen, also die innere Autonomie, die Fähigkeit, geistig, seelisch, von der politischen Identität her, über mich selbst zu bestimmen. Und ich würde mal sagen, also 60-70% meiner Energie, die musste ich in den letzten 17 Jahren dafür einsetzen, bei mir selbst zu bleiben, ich selbst zu bleiben. Und das hätte ich natürlich für etwas Vernünftigeres brauchen können. Ich würde vielleicht auch nochmal an dem anknüpfend zur ersten Frage zurückkommen. Wir haben natürlich draußen sehr viel über Isolation gewusst, ja, und auch was mit den RAF-Gefangenen gemacht wird. Was es letztlich ist, das haben wir erst begriffen, als wir selber drin waren. Ja. Da gibt es... ist schwierig auch für die Leute draußen, deshalb sage ich das, zu verstehen, was ist das, so Isolation, wenn man selber nicht drin sitzt. Ja. Immer für die draußen.